Meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen hier bei uns auf der Pop-Up Häuselbauermesse. Sie müssen nicht mehr zu Ihren Träumen gehen. Ihre Träume kommen zu Ihnen. Dann möchte ich Ihnen kurz heute einen Baustoff vorstellen, der das alles möglich macht. Und zwar handelt es sich um Beton. Ich darf Sie einladen, sich hier ein Stückchen Beton zu nehmen und einfach irgendwo hier auf die grüne Wiese zu setzen, wo Sie wohnen möchten. Beton, ja. Es gibt so viele verschiedene Arten. Es gibt Ortbeton, Pumpbeton, Schleuderbeton, Spritzbeton. Ja, die erste mutige Dame nähert sich bereits. Das ist großartig. Für Gesundheitsbewusste gibt es Leichtbeton, für Umweltbewusste gibt es grünen Beton. Wir haben da ein kleines Spielzeugdorf. Das ist die Straße, das sind die Häuser vom Dorf. Sie dürfen sich ganz frei aussuchen, wo Sie am liebsten Ihr Grundstück hinsetzen möchten. Für echte Männer gibt es Stahlbeton, für falsche Männer gibt es Papierbeton. Kommen Sie näher, trauen Sie sich. Sie dürfen sich ein Stückchen Beton nehmen und schauen, was sie zupflastern. Für Frauen gibt es Waschbeton, für Sexisten gibt es aber eine Betonwatschen. Oh, okay. Gut, dann werden wir da gleich ein Stück Straße dazu bauen. Es gibt keine Vorgaben, keinerlei Raumordnung. So, dann haben wir da schon eine schöne Straße. Für Teenager gibt es Porenbeton. Ganz ehrlich, ich sag's Ihnen, wie es ist. Meiner Meinung nach sollte ja die Raumordnung den Bedürfnissen der Menschen folgen und nicht die Menschen den Bedürfnissen der Raumordnung. Für Tanzfreudige gibt es Walzbeton. Mit den richtigen Kontakten ist es ja auch überhaupt kein Problem, jedes Grünland im Bauland umzuwidmen. Und für die Pornoindustrie den bereits erwähnten Spritzbeton. Wiederschauen, die Dame. Einkommen und gehen hier bei uns auf der Pop-Up Häuselbauermesse. Alles ist möglich mit Beton. Darf ich die junge Dame auch kurz einladen, sich hier ein Grundstück zu nehmen, ein Stück Beton. Weißt du eigentlich, wie vielseitig Beton ist? Da nähert sich eine Gruppe illustrer junger Damen und Herren. Darf ich Ihnen kurz ein kleines Stückchen Beton geben? Ihnen auch? Sind richtig scharf darauf, da jetzt einen Beton in die Wiese zu klotzen. Ich sehe es genau. Es gibt genug Beton für alle und es gibt auch noch einiges an Boden, den man hier versiegeln könnte. Da werden sich aber die Leute vielleicht ein bisschen ärgern, die da auf der Straße fahren. Aber das ist jetzt so. Es gibt keine Raumordnung. Jeder darf sich sein Haus hinstellen, wo er möchte. Ja, eine unberührte Grünfläche und ein paar schöne Häuser mit schönen Garagen daneben. Das ist doch eine perfekte Symbiose, möchte ich fast sagen. Da hast du ein Stück Beton und Beton ist das Beste, was es auf der Welt gibt. Weil mit Beton, da kann man alles zupflastern. Natur und Baukultur, Yin und Yang, unten die Wiese und darüber der Asphalt. Gibt es ein schöneres Gefühl, als mit einer Mischmaschine einen grauen, schweren Batzen Beton auf ein gerade erst aus dem Boden geschlüpftes Gänseblümchen zu pfurzen, frage ich euch. Und die Antwort lautet, nein, das gibt es nicht. Beton ist unglaublich. Es gibt so viele Arten. Es gibt Aufbeton, Ortbeton, Pumpbeton, Stampfbeton, Schleuderbeton, Vakuumbeton. Auf Wiederschauen, die jungen Damen und Herren. Ein kleiner Tipp von mir, Ihrem Häuselbauer Heinz. Alles, was asphaltiert ist, müssen Sie niemals mähen, müssen Sie niemals gießen. Das ist auch die beste Lösung für sämtliche Pollenallergiker. Einfach ordentlich Beton auf die Wiese.